Hola muchachos und einen wunderschönen, fucking ekelhaften, verringerten, trüben, rotzigen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr konntet mit der Zeitumstellung gut umgehen. Ja? Die meisten Leute oder viele Leute sagen ja, hier, ich fühle mich wie gejetlaggt. So ein Scheiß. Ja? Es wird einfach früher dunkel. Ja? Die Jahreszeit neigt dazu, bewölkt, regnerisch und dunkel zu sein. Und eins muss ich euch sagen, ist überhaupt nicht meine Jahreszeit. Ekelhaft. Ich hasse es. Also ich komme überhaupt nicht damit klar. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das gefällt, ob ihr schon auf den Winter freut, ob euch das gefällt, wenn alles hier so trüb und dunkel ist. Ja. Obwohl so Weihnachtsmarkt, Glühwein, ich freue mich, wenn es warm wäre. Egal, who fucking cares. Thema heute, meine Freunde. Seit ein paar Tagen haben wir das neue Call of Duty Modern Warfare am Start. Ich bin überzeugt davon, viele von euch haben schon sehr, sehr viele Stunden hinein gesuchtet, hinein investiert, hinein investigiert, ja, um das Spiel einmal ausgiebig zu testen. Und auch ich habe mir schon das ein oder andere Stündchen Zeit genommen und muss sagen, ich bin aktuell ein wenig zwiegespalten, aber mit Hoffnung auf jeden Fall. Zwiegespalten, warum? Für mich ist es, vielleicht habe ich auch den Fehler begangen, dass ich in den letzten Wochen ausschließlich Modern Warfare Remastered gezockt habe. Das alte Call of Duty 4 Modern Warfare, man kennt das, ja, quasi in neuer Form, in schönerer, besserer Grafik, und man kennt das. Waffenbalancing perfekt, Movement ausgezeichnet, Map-Balancing und Map-Aufbau wunderschön und natürlich auch super melancholisch, ja, man kennt das. Ich meine, das Game ist jetzt wie alt? 10, 11, 12 Jahre? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schon einige Jährchen hinter sich gebracht und nach wie vor geil zu spielen. Und jetzt springt man dann quasi in die neue Welt des neuen Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare 2019, und ist dann natürlich mit einer ganz anderen Basis konfrontiert. Ja? Neue Spielmodi sind dazugekommen, natürlich dementsprechend auch komplett neue Maps in einer unterschiedlichen Größenordnung, sage ich mal. Ja? Also wenn wir von klein auf beginnend mit den 2-vs-2 Maps, die sehr klein, kompakt, nett zu spielen sind, richtig geiler Modus. Also ich mag den, also momentan mein persönlicher Favorit, dieser 2-gegen-2 Modus, eine richtig coole Sache, ja. Bis hin zu den Standard-Modi und dann eben zu den großen Maps, 20-gegen-20, Panzer, Fahrzeuge etc. Schon recht, ich traue es mich fast nicht zu sagen, schon recht Battlefield-lastig, Battlefield angehaucht. Und Battlefield selbst war damals für mich, auch in den letzten Jahren, nie ein Thema, weil so groß, überladen, too much information, sage ich mal, Flugzeuge, Panzer, Jeeps, Schiffe, 12 Millionen Menschen auf der Map, jeder hockt irgendwo, alles wird geballert. Das ist mir, war mir immer zu stressig, und jetzt wurde ich eben auch in Call of Duty mit dieser Situation konfrontiert, aber hey, man muss diesen Modus ja nicht spielen. So viele Stunden sind es zwar noch nicht, die ich in dem neuen Modern Warfare verbracht habe, aber es reicht, sage ich mal, um sich ein kleines Bild davon zu schaffen. Viele von euch wissen ja, dass ich ein sehr langjähriger Call of Duty Spieler bin. Seit da, wie schon gesagt, nunmehr knapp 12 Jahren, glaube ich mal. Ja? Und keinen Teil ausgelassen habe und auch wirklich jeden Teil quasi bis zum Exzess gesuchtet habe, und dementsprechend wage ich zu behaupten, dass ich mich in der Situation befinde, das Spiel grob zu beurteilen, ohne jetzt mich hier weit aus dem Fenster zu lehnen, ohne jetzt irgendwie Hate zu ernten, einfach nur meine objektive Meinung, ja? Und wie schon gesagt, grundsätzlich gut, ein wenig zwiegespalten aufgrund dieses neuen 20-gegen-20 Modus, der wahrscheinlich aber auch möglicherweise, wenn man sich in einem recht netten Team befindet, kooperativ spielt, auch recht geil zu spielen ist, aber mir persönlich einfach zu überladen. Wie schon gesagt, 2 gegen 2 mein Favorit momentan. Und den einzigen Kritikpunkt, ich habe ein paar mehr Kritikpunkte, sagen wir mal so. Grundsätzlich der Aufbau der Maps
daran muss ich mich halt gewöhnen. Und ich glaube, jeder muss sich daran gewöhnen. Sehr viele Ebenen, sehr viele Laufwege, sehr viele Fenster, Türen, Ecken, moderat groß, sage ich mal. Und das macht die ganze Sache ein wenig trickier, meine ich mal. Ja. Was aber natürlich, wie man es in den letzten Tagen jetzt eben als Spieler selbst mitbekommen hat oder natürlich auch auf sämtlichen sozialen Medien als Kritik gelesen hat, was natürlich sehr stark dazu verleitet, ja, sich in einem kleinen Radius als Spieler sich in einem kleinen Radius auf der Map zu bewegen und Laufwege, Fenster, Türen etc. mit vorzugsweise einer stabilen Deckung im Rücken, ja, diese Dinge abzuaimen. Zu warten, bis einer vorbeiläuft. Also ich muss ehrlich sagen, also 70-80%, ich habe mir fast alle Killcams angesehen, wenn ich irgendwo down gegangen bin, und 70-80% der Killcams haben keine Bewegung aufgewiesen. Außer vielleicht, dass man gerade noch mitbekommen hat, dass der Typ sich jetzt hingehockt hat und das eben hochholt, ja, und eben auf dein Fenster, auf deinen Weg, auf deinen Durchgang etc. zielt. Also sehr, sehr wenig, oftmals sehr wenig Bewegung. Ich möchte es nicht unbedingt Gecampe nennen, aber sind wir offen. Ja. Teilweise spielen die Leute ernsthaft um, keine Ahnung, die Weltmeisterschaft, Mutterehre und keine Ahnung, alles gleichzeitig. Schwitzen sich da die Streaks raus, gab es immer schon, keine Frage. Aber vom Feeling her kommt es mir jetzt hier beim aktuellen Modern Warfare recht, wie soll ich sagen, üppig vor, diese Vorgehensweise. Aber wie gesagt, ich kann mich auch täuschen, das ist mein persönliches Gefühl. Damit kommt man aber, glaube ich, klar. Ich glaube, wir werden die ein oder andere Spielstunde noch benötigen, um sich daran zu gewöhnen, sage ich mal, um vielleicht selbst einen passiveren Spielstil zu erzielen. Sollen wir mal ganz kurz die Rettung hier vorbeilassen. Ja, guten Tag. Tatü, tata, viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück, alles Gute. Und das ist quasi mein Hauptmanko, sage ich mal. Was natürlich dem Ganzen noch einen weiteren Schwierigkeitsfaktor aufsetzt, ist die Lautstärke der Schritte. Also Soundhoring at its finest, würde ich mal meinen. Ich meine, man hört die Schritte der Gegner fast über die ganze Map. Man hört auch die Laute der Gegner, so quasi, ja, oh, Granate raus, ich muss nachladen oder so, ja. Hört man auch sehr, sehr weit auf jeden Fall, ja. Also, und die Gegnerortung ist dann natürlich dementsprechend leicht, nicht nur für mich, sondern auch für die Gegner. Ja? Und das macht die ganze Sache so predictable, sage ich mal. Jetzt hast du dieses defensive, die gemütliche Camperei, ja? Dann das Soundhoring vom Feinsten, ja? Und dass diese Kombination natürlich sehr, sehr viele Leute dazu verleitet, sich irgendwo hinzuhocken, um selbst nicht gehört zu werden, aber super toll im Ortungsverfahren über das Headset die Kills grindet, das war klar. Ja. Ich finde es eigentlich schade, dass man Totenstille aktuell nicht als normalen Perk verwenden kann, sondern dass es nur als Feldausrüstung zur Verfügung steht und das natürlich auch immer nur, also nicht temporär hat, sondern eigentlich immer nur so auf, jetzt ist mal auf Ladezeit bezogen, ja, es dauert eine Zeit lang, bis man das freigeschaltet hat und ich habe keine Ahnung, wie lange das dann hält. Aber ich wage zu behaupten, da bedarf es noch einer kleinen Korrektur seitens der Entwickler, meine Meinung. Ja. Ansonsten, Waffen, Umfang des Spiels selbst, was die ganzen Settings betrifft, was die Waffenaufsätze, Möglichkeiten, Freischaltungen, Herausforderungen, freischaltbare Embleme, Visitenkarten und den ganzen Bums. Das ist wie wir es kennen eigentlich, ja, seit den letzten Teilen, ja. Vor allem die Freischaltungs-Challenges mit Visitenkarten und Tarnungen und Emblemen und den ganzen Shit, ja. Und auch das Repertoire der zur Verfügung gestellten Waffen.
und der Möglichkeiten der Aufsätze, Umbauten etc. Finde ich richtig geil. Macht richtig Spaß. Ja, und dementsprechend wage ich zu behaupten, lässt sich da schon ein recht netter Weg in das Spiel reinfinden. Momentan habe ich das Gefühl, dass ich ca. 60-70% der Matches nur die Killcams beobachte, in denen ich mich befinde. Aber es macht durchweg Spaß. Beispielsweise gestern Nacht noch 2-3 Stunden diesen 2-on-2-Modus gespielt. Und das ist super tricky, ist super skillig. Das ist, ja, gefällt mir. Der macht mir richtig Spaß. Ich muss auch dazu sagen, ich hatte in den letzten Tagen jetzt nicht so massig Zeit, um mich mit dem Spiel sehr intensiv auseinanderzusetzen und dementsprechend auch nicht die Möglichkeit, mit vielen anderen Menschen in einem kompletten Team oder so zu zocken, sondern bin großteils einfach alleine in irgendwelche Random Lobbys rein, ohne Kommunikation, einfach so im Viva Lone Wolf Style, ja. Aber wie dem auch sei, so gesehen recht gut. Kampagnentechnisch muss ich dazu sagen, bin ich absolut unvoreingenommen. Man liest zwar so einiges, hier fragwürdige sozial-gesellschaftskritische Situationen, bla bla, hier Kriegsschauplätze dort und so weiter. Gut, Fiktion, künstlerische Freiheit, man kennt das, soll so sein. Ich habe mich da auch überhaupt nicht gespoilert, das heißt, ich werde in den nächsten Tagen mal ganz entspannt auch in die Kampagne reingucken, die ja angeblich gar nicht so umfangreich oder langstündig sein sollte, was ich so gelesen habe, und dementsprechend recht zügig durchgeknallt sein wird. Aber ich werde das diesmal nicht in der Form eines Let's Plays machen, sondern wir werden das, wenn es die Zeit zulässt, einfach Stück für Stück in Ruhe und Gemütlichkeit im Livestream mal machen. Ja. Für all diejenigen, es gibt ja sehr viele Leute, die würden zwar gerne die Kampagne sehen, aber selbst keinen Bock, die Kampagne zu zocken, oder wollen halt einfach viel lieber mit ihren Kumpels im Multiplayer grinden. Und ja, diesen Leuten biete ich die Möglichkeit, auch hin und wieder mal bei mir vorbeizusehen und im Stream vorbeizuschauen und ja, zu gucken, was die Kampagne so kann. Ja, das ist so der aktuelle Plan. Und dementsprechend werde ich mich in den nächsten Wochen noch sehr intensiv mit dem Spiel beschäftigen. Also ich habe jetzt im November, ich muss dazu sagen, mein Dayjob abverlangt momentan sehr viel von mir. Das heißt, ich habe jeden Tag jetzt so 10, 11, 12 Stunden Tage. Und das bedeutet wiederum, dass ich möchte jetzt nicht sagen, nicht die Zeit habe zu zocken und nicht die Zeit habe zu streamen, aber ich glaube, ihr versteht es, wenn ich nach einem 10, 11, 12, 13, 14 Stunden Tag nach Haus komme, mich einfach auf die Couch pumpe, mir dort Netflix durchstarte, mir was zu fressen in den Körper werfe und dann einfach den Stream nicht mehr aufdrehe. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Die ganze Sache oder diese ganze Intensität im Job dauert noch bis zur ersten Dezemberwoche, das heißt, das ist jetzt noch 5 Wochen ab jetzt circa. Danach bin ich ja 10 oder 11 Tage in Südkorea, beziehungsweise 10 oder 11 Tage unterwegs in Südkorea, in Seoul bei der ISF-Weltmeisterschaft. Und danach, meine Lieben, danach, das ist Weihnachten, und danach werde ich weitaus mehr Zeit haben zu zocken, weitaus mehr Zeit haben zu streamen. Dann beginnen auch schon wieder die nächsten Call of Duty Events in Wien in der Area, und da werden wir wieder gemeinsam sehr viel Spaß haben. Und das jetzt mal so ein ganz kurzes Fazit von meinen Eindrücken der letzten Tage von Call of Duty, eine ganz kurze Information eben, wie die nächsten Wochen so aussehen werden. Wie schon gesagt, der Mittwochstream bleibt nach wie vor aufrecht, das ist fix, da fährt die Eisenbahn drüber, da kommen wir nicht drum herum, ja. Das werden wir in voller Würze nehmen, und an den anderen Tagen eben wie geplant, oder was heißt wie geplant, wie öfter schon gesagt, spontan, und dann ab Mitte Dezember werden wir dann wieder weitaus intensiver in die Materie eintauchen und die ruhige Zeit
bis ins neue Jahr genießen. Ich glaube, das klingt nach einer schlüssigen Idee. Was meint ihr, wenn ihr einverstanden damit seid? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr nicht einverstanden damit seid, schreibt es mir in die Kommentare. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für 15 Minuten unaufhörliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen, trotz Kackwetter, einen wunderschönen Tag. In diesem Sinne, ach ja, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, oder auch nicht, immer scheißegal, gebt mir einen Daumen nach oben. Tut es! Jetzt! Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und es noch nicht getan habt, bis dato, hier unten findet ihr den Abo-Button. Einfach drücken und keine weiteren Videos verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Viva. Ciao.